Es gibt kaum eine verhängnisvollere Frage, liebe Schwestern und Brüder, heutzutage als die, danach zu fragen, was normal sei. Was ist normal? Man wird erstaunt angeschaut und man kommt zu vollkommen unterschiedlichen Ergebnissen. Das trägt manchmal sehr merkwürdige Früchte, wenn wir Lehrpläne anschauen oder wenn wir anschauen, was in der Grundschule unterrichtet werden soll, was normal ist. Es gab letzte Tage einen großen Bericht darüber, dass die Kultusministerin von Schleswig-Holstein gescheitert ist, in der Grundschule Regenbogenfamilien vorzustellen mit ihren Lehrplänen. Und die 100.000 Familien, die es in Schleswig-Holstein gibt, also die Familie, von der wir in der Regel als Katholiken sprechen, Mann, Frau und ein Kind oder mehrere Kinder, kam de facto nicht vor. Das heißt also, die Lebenswelt der Kinder kam nicht vor. Und gefragt, warum sie das tue, hieß es ja, man müsse der Homophobie in den Grundschulen auch vorbeugen. Woher die Kinder, allein ein griechisches Fremdwort, ist ja erstaunlich, was Kinder heutzutage alles in der Grundschule schon wissen, was damit verbunden ist. Ein kleines Beispiel für die Verrücktheit, die wir heute haben, aber von der Normalität handelt auch unsere Lesung heute. Und das ist das Thema des Advents, die Normalität. Denn warum zitiert und nennt der Prophet hier den Libanon? Warum sagt er das in diesem merkwürdigen Bildwort, das Gott selber ausrichten lässt? Es verwandelt sich der Libanon in einen Garten und der Garten wird zum Wald. Ist immer schön, Garten ist immer schön, können wir sagen. Wald, mein Gott, haben wir Deutsche ein besonderes Verhältnis zu. Das ist aber nicht der Sinn. Der Libanon mit seinen schneebedeckten Gipfeln und seinen hochaufragenden Zedern ist ein Bild, eine Metapher für den Hochmut des Menschen. Der Prophet Jesaja hat schon einmal ein solches Bildwort gebraucht, vom Töpfer und vom Ton. Wenn der Ton mit dem Töpfer herumspringt, hat man das schon mal gehört? Hier auch. Wenn der Libanon als Sinnbild für Jerusalem, für Arroganz des Menschen, sich gegen Gott aufspielt, wird er wieder verwandelt. Das ist ein großer, davon ist im Vers vorher die Rede, eine große Umkehr ist im Gang. Es wird wieder normal, ist die Botschaft dieses Bildwortes. Nicht kann sich ein etwas Hochaufragendes, etwas Arrogantes gegen Gott stellen. Wir sehen die Ergebnisse jeden Tag neu. Wir können sie manchmal auch in der eigenen Biografie beobachten. Und wir sehen jeden Tag neu eine Welt, die in den Abgrund rennt, weil sie Gott eben nicht mehr kennt, nicht wahrhaben will, ihn verleugnet, alles Mögliche und am Ende sich selber an diese Stelle setzt. Nur nicht Gott. Aber das ist doch die Botschaft des Advent, liebe Schwestern und Brüder, dass es kein Heil gibt, wie wir das am Beginn in diesem schönen Gesang des Rorate gesungen haben. Ich bin der Heiland und ich komme, dich zu heilen. Ist das wirklich unser Wunsch? Oder nehmen wir dieses Unterhaltungsprogramm, das im Moment stattfindet, wo zwar dann immer einige um die Ecke gebracht werden, aber nehmen wir das weiter in Kauf? Wir leben ja in einigen Jahrzehnten nicht mehr, soll dann der Rest sehen, wie er klarkommt. Jesus heilt die beiden Blinden heute im Evangelium nach dem Maß ihres Glaubens. So wird er ihr heilen. Er fragt sie ausdrücklich: Glaubt ihr, dass ich euch helfen kann? Das ist die große Frage, die im Advent an uns herantritt. Glaubt ihr, dass ich es bin, der euch helfen kann? Sie sagen, ja, Herr. Und darauf berührt er ihre Augen und sagt, wie ihr geglaubt habt, so soll es geschehen. Diese beiden haben geglaubt. Deshalb konnten sie wieder sehen. Was wird mit uns sein? In welchem Maß glauben wir? Glauben wir an Christus und geben davon Zeugnis? Leben so, dass wir von ihm leben und auf ihn hinleben. Das ist das Bild, das der Prophet heute gebraucht. Die Normalität der Schöpfung.
zwischen Schöpfer und Geschöpf, zwischen dem Menschen, der frei sein darf, ja, aber der erst eigentlich frei wird, wenn er Gott als Gott anerkennt. Alles andere ist maskierte Sklaverei, dumme, maskierte Sklaverei. Erst im Blick auf Gott, und wir können das noch genauer sagen, im Blick auf Christus, im Blick auf sein Leben, im Hören auf sein Wort, im Nachgehen seiner Spur, wird unser Leben gelingen. Taucht das wieder auf, was wir Normalität nennen. Gelingendes Leben. Denn das ist die Absicht Gottes von Anfang an. Wenn das Volk sieht, was meine Hände in seiner Mitte vollbringen, wird es meinen Namen heilig halten. Es wird den Heiligen Jakobs als heilig verehren und erschrecken vor Israels Gott. Dann kommen die Verwirrten zur Einsicht. Und wer aufsässig war, lässt sich belehren.